Kublai Khan war der größte Mongolenkaiser nach Genghis Khan, der auch die Yuan-Dynastie in China gegründet hatte. Dank Kublai Khan erreichte das Mongolenreich seine größte territoriale Ausdehnung und wurde zu einem der größten Reiche, die die Welt je gesehen hatte. Kublai Khan war ein weiser Herrscher, der viele Völker und Nationen anführte und die verschiedenen Traditionen an seine eigene Herrschaft anpasste. Kublai Khan wurde am 23. September 1215 im heutigen Gebiet der Mongolei geboren. Er war der Enkel von Genghis Khan, dem Gründer und ersten Herrscher des Mongolenreiches. Kublais Vater, Toilui Khan, war der jüngste Sohn von Genghis Khan und ein wichtiger Mongolenführer. Trotz seiner kurzen Amtszeit hinterließ Toilui ein bedeutendes Erbe. Er galt als effizienter Verwalter, der für die Gründung der mongolischen Hauptstadt Karakorum in der heutigen Mongolei verantwortlich war. Unter seiner Führung wurde die Stadt zu einem wichtigen politischen, administrativen und kulturellen Zentrum des Reiches. Im Alter von 12 Jahren war Kublai bereits ein begabter Kämpfer und sein Ruf als Krieger wuchs, je älter er wurde. Er erhielt eine privilegierte Ausbildung, die sich mit Kunst, Politik, Verwaltung und militärischen Strategien befasste. Kublai war 17 Jahre alt, als sein Vater verstarb. Dies führte dazu, dass er schon in jungen Jahren viel Verantwortung übernehmen musste. Er wurde auf diplomatische Missionen im gesamten Mongolenreich geschickt und sammelte politische und militärische Erfahrungen in verschiedenen Teilen des Landes. Im Jahr 1251 übernahm Kublai die Kontrolle über die chinesischen Gebiete im östlichen Teil des Reiches. Als sein Bruder Mönke zum obersten Führer des Reiches wurde und den Titel Großkhan des Mongolenreiches erhielt. Kublai organisierte eine Gruppe chinesischer Berater, um Reformen in den Gebieten einzuführen. Außerdem wurde er mit Expeditionen beauftragt, um China unter mongolischer Herrschaft zu vereinen. Kublai Khan war begeistert von der chinesischen Kultur und wurde von ihr beeinflusst. Er wies seine Berater an, Feng Shui anzuwenden, eine alte chinesische Technik, um mehr Harmonie in die Konstruktion und Dekoration von Häusern und Gebäuden zu bringen. Diese Methode ermöglichte es ihm auch, einen Standort für die neue Hauptstadt zu wählen. Dieser Ort, der strategisch günstig zwischen den mongolischen Steppen und den fruchtbaren chinesischen Ebenen lag, wurde Chengdu genannt und von den europäischen Chronisten als Xiangdu bezeichnet. Unzufrieden mit dem Verlauf des Krieges gegen die Song-Dynastie führte Mönke Khan 1257 eine Expedition nach Westchina an. Er wurde jedoch im August 1259 in einer Schlacht bei der Festung Diaoyu, dem heutigen Chongqing, von chinesischen Verteidigern getötet. Mit dem Tod von Mönke Khan endeten die Feldzüge gegen die Song-Dynastie, da zwischen den mongolischen Befehlshabern schnell ein Streit um die Nachfolge anbrannte. Zwischen den beiden Hauptkandidaten brach ein Bürgerkrieg aus. Kublai und sein jüngerer Bruder Arik Boke, die sich beide zum neuen Großkhan des Mongolenreiches ausriefen. Arik Boke war wegen seines Konservatismus beliebt, da er behauptete, die Sitten und Gebräuche der Mongolen als Krieger und halbnomadisches Steppenvolk zu schützen. Kublai galt als Verfechter chinesischer Traditionen, dessen Denkweise für einen Mongolenführer zu zivilisiert war. Unterstützt von pro-chinesischen Gruppen wurde Kublai 1260 zum Großkhan gewählt. Doch damit waren die Konflikte mit Arik Boke noch nicht beendet. Die nächsten 4 Jahre verbrachen die Brüder mit blutigen Kämpfen. Im Hauptkampf wurden Arik Bokes Krieger von Kublais Truppen in Karakorum, der Hauptstadt des Mongolenreiches, angegriffen und erlitten eine vernichtende Niederlage gegen Kublai. Doch die Truppen von Arik Boke weigerten sich zu kapitulieren. Erst Ende August 1264 musste Arik Boke seine Niederlage eingestehen und kapitulierte in der Stadt Chengdu. Kublai wurde zum unangefochtenen Großkhan des Mongolenreiches und herrschte nicht nur über die Mongolei und China, sondern auch über die Anführer der Goldenen Horde in Russland, der Ilkhanate im Nahen Osten und andere kleine Horden, die über das ganze Reich verstreut waren. Großkhan zu sein, war ein prestigeträchtiger Titel für Kublai. Aber das Reich war bereits in mehrere Khanate aufgeteilt, die jeweils von den Nachkommen Genghis Khans regiert wurden. 1264 beschloss Kublai Khan, die Hauptstadt des Reiches von Karakorum in die chinesische Stadt Dadu des heutigen Peking zu verlegen und wurde damit zum Gründer der Yuan-Dynastie in China. Er ergriff verschiedene Maßnahmen, um China effektiv zu regieren und richtete eine Regierung ein, die Elemente der mongolischen und der chinesischen Kultur miteinander verband. Unter seiner Herrschaft erlebte China eine Periode der Stabilität, in der der Schwerpunkt auf wirtschaftliche Expansion, Handel, Infrastruktur und kulturelle Entwicklung lag.
Kublai war auch dafür bekannt, dass er verschiedene Religionen in seinen Gebieten akzeptierte und ein großer Verfechter des Handels, der Wissenschaft und der Künste war. Er führte im gesamten Reich die Verwendung von Papiergeld ein und ordnete die Schaffung eines neuen Alphabetes für die mongolische Sprache an, das der chinesischen Schrift sehr ähnlich war. Kublai baute auch ein Schifffahrtssystem auf und entwickelte Flussrouten und Kanäle, um Getreide auf dem Yangtze zu transportieren und so die wachsende Bevölkerung zu ernähren. 1267 unternahm Kublai Khan erneut einen Versuch, die Song-Dynastie in Südchina zu unterwerfen. Der Feldzug war langwierig, was teilweise auf strategische Schwierigkeiten zurückzuführen war. Das Terrain war für die Kavallerie, den großen strategischen Vorteil der mongolischen Armee, schwierig. Außerdem erforderten die Befestigungen neue Belagerungstaktiken, wie den Bau von Katapulten und Trebuchets. Die Möglichkeit, Invasionen auf dem Meer zu unternehmen, erforderte hingegen einen erheblichen Ausbau der Flotte. Trotz dieser Herausforderungen gelang es Kublai, Südchina in der Schlacht von Yamen zu erobern, die den letzten Widerstand der Song-Dynastie gegen die mongolischen Invasoren darstellte. Kublai Khan war der erste Mongole, der ganz China beherrschte. Kublai schuf eine neue Sozialstruktur, indem er die Bevölkerung in soziale Klassen einteilte. Die mongolische Aristokratie und die ausländische Kaufmannsschicht waren von Steuern befreit und genossen besondere Privilegien. Die Nord- und Südchinesen hingegen trugen den größten Teil der wirtschaftlichen Last des Reiches und waren gezwungen, einen Großteil der körperlichen Arbeit zu verrichten. Unter der Führung von Kublai Khan war es möglich, einen direkten Kontakt zwischen China und dem Westen herzustellen, was durch die mongolische Kontrolle der Handelswege in Zentralasien ermöglicht wurde. Vor allem durch die Seidenstraße, die durch ostafrikanische Länder, Europa, den Nahen Osten und Ostasien führte. Im frühen 13. Jahrhundert reisten viele Europäer und Zentralasiaten nach China. Die mongolische Macht ermöglichte es vielen Chinesen, innerhalb des Mongolenreiches frei nach Russland, Persien und Mesopotamien zu reisen. Der bekannteste ausländische Besucher Chinas war der venezianische Kaufmann und Abenteurer Marco Polo, der etwa 17 Jahre lang am Hof von Kublai Khan lebte, wo er als Verwaltungsbeamter und Diplomat in den kaiserlichen Provinzen tätig war. Nach seiner Rückkehr nach Europa schrieb Marco Polo seine Erlebnisse in dem Buch The Travels of Marco Polo auf, indem er seine Abenteuer in Asien beschrieb und wichtige historische Informationen über Kaiser Kublai Khan und die Yuan-Dynastie dokumentierte. Trotz seiner großen Autorität als Kaiser und seines unermesslichen Reichtums ließ sich Kublai Khans kriegerische Natur durch den opulenten Lebensstil in den chinesischen Palästen nicht unterdrücken. Von einem Gefühl der Unruhe erfüllt, beschloss Kublai, auf der Suche nach neuen Ländern, die er erobern konnte, nach Osten zu ziehen. Es gelang ihm, sich einen Großteil Südostasiens einzuverleiben, darunter Burma und den größten Teil Vietnams. Doch die neuen Eroberungen kosteten die Kassen des Reiches so sehr, dass die Mongolen, selbst mit den von den besiegten Völkern gezahlten Tributen, keinen wirklichen Gewinn aus diesen militärischen Unternehmungen zogen. Kublai Khan sandte 1268 chinesische Botschafter nach Japan. Der Mongolenkaiser stellte Forderungen in Form von Gold und wollte außerdem, dass Samurai-Krieger nach China geschickt werden, um dort in der Armee zu dienen. Zu Kublais Überraschung wurden seine Forderungen von den Japanern völlig ignoriert. Und so begann ein neuer Krieg zur Eroberung Japans. Die erste Invasion fand 1274 statt, als eine große mongolische Flotte die Insel Kyushu im Süden Japans erreichte. Doch ein Taifun, der als Kamikaze bekannt wurde, traf die mongolische Flotte, richtete große Zerstörungen an und zwang sie zum Rückzug. Nach dem Scheitern der ersten Invasion beschloss Kublai Khan, 1281 eine zweite Invasion zu starten. Eine noch größere und besser vorbereitete Flotte wurde nach Japan entsandt. Die mongolischen Streitkräfte stießen auf starken Widerstand des Samurai und zum zweiten Mal wurde die mongolische Flotte vom Taifun Kamikaze getroffen. Die Mongolen waren gezwungen, die Eroberung Japans aufzugeben. In einer späteren Phase seines Lebens entwickelte Kublai Khan exzessive Ess- und Trinkgewohnheiten, insbesondere nach dem Tod seiner Lieblingsfrau Shabi und seines Sohnes Tianjin, des Kronprinzen, auf den Kublai Khan sehr stolz war. Kublai Khan regierte China über 30 Jahre lang, bis zu seinem natürlichen Tod im Jahr 1294 im Alter von 79 Jahren. Der Leichnam des verstorbenen Kaisers wurde in einen geheimen Ort gebracht, wahrscheinlich in die Mongolei, wie es Tradition war. Er wurde in einem extravaganten, mit Schätzen gefüllten Grabmal beigesetzt. Es wurde nie gefunden. Kublai Khan wurde von seinem Enkel Temür Khan beerbt. Obwohl das Mongolenreich nach seinem Tod einen Niedergang erlebte, wird Kublai Khans Vermächtnis als Herrscher und Anführer als eine Periode der Stabilität, der kulturellen Entwicklung und des globalen Austausches in Erinnerung behalten. Seine Geschichte ist ein Zeugnis für den bleibenden Einfluss des Mongolenreiches auf die Weltgeschichte.